Na, ich hoffe, du verbringst einen guten Sommer. Ich bin Susi vom Burnout Coaching Berlin. Mein Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins pausiert momentan. Aber trotzdem habe ich heute eine kleine Geschichte zur Überbrückung für dich mitgebracht. Jemand sieht dich immer. Vor langer Zeit war es üblich, dass jeweils ein weiser Lehrer einer Gruppe von Schülern alles beibrachte, was sie über das Leben wissen mussten. Einer dieser Lehrer hatte ein Dutzend Schüler, deren Ausbildung bald abgeschlossen sein würde. Außerdem hatte er eine Tochter, die seine Schüler sehr begehrenswert fanden. Eines Tages teilte er ihnen mit, dass er zwei Probleme habe. Das erste bestand darin, dass er einen Ehemann für seine Tochter suchte. Traditionsgemäß sollte es sich dabei um einen seiner 12 Schüler handeln. Aber er konnte sich nicht entscheiden, welcher von ihnen sich am besten als Gemahl eignete. Das Problem war, dass er als Brautvater eine kostspielige Hochzeitszeremonie ausrichten, dem Paar ein neues Haus kaufen und es mit allem Nötigen ausstatten musste, was alles in allem sehr teuer werden würde. Um beide Probleme auf einen Streich zu lösen, kündigte der Lehrer eine Prüfung an. Er forderte seine Schüler auf, sich im Schutz der Nacht ins Dorf zu schleichen und alles zu stehlen, was sie konnten, ohne dabei von irgendjemandem gesehen zu werden. Dann sollten sie ihm, dem Lehrer, das gesamte Diebesgut bringen. Der Schüler, der diesen Anweisungen am besten Folge leistete und am meisten entwendete, durfte seine Tochter ehelichen. Und die gestohlenen Gegenstände würden allesamt in den Besitz des jungen Paares übergehen. Dass ihr Lehrer, der sonst ein überaus moralischer Mensch war, sie zum Diebstahl aufforderte, schockierte die Schüler. Da jedoch in jenen Zeiten großer Wert auf Gehorsam gegenüber dem Lehrer gelegt wurde, erklärten sie sich bereit, an der Prüfung teilzunehmen. Oder lag es womöglich auch daran, dass alle Schüler die Tochter unbedingt haben wollten? Im Laufe der folgenden 7 Tage schlichen sich die cleveren Schüler des Nachts ins Dorf, klauten so viel sie konnten und brachten die Beute zu ihrem Lehrer. Dieser notierte sorgfältig, wer was gestohlen hatte und aus wessen Haus. Auf frischer Tat ertappt, wurde erstaunlicherweise keiner der Schüler. Am Ende der Woche rief der Lehrer seine Jungen zu sich, um ihnen das Ergebnis der Prüfung zu verkünden. Ihr habt so viel entwendet, begann er, dass es allemal reicht, einem jung verheirateten Paar einen guten Start ins neue Leben zu sichern. Nur einer von euch hat nichts gestohlen. Warum nicht? Der angesprochene Schüler trat vor und sagte: Weil ich doch Ihren Anweisungen Folge leisten musste, Herr. Was meinst du damit? Habe ich euch etwa nicht angewiesen, Dinge zu stehlen und sie bei mir abzuliefern? Doch, Herr, gab der Schüler niedergeschlagen zurück. Aber Sie haben uns befohlen zu stehlen, ohne dabei von irgendjemandem gesehen zu werden. Ich bin in viele Häuser eingedrungen, morgens um 2, als alle fest geschlafen haben. Aber sobald ich etwas an mich nehmen wollte, hat mich jemand gesehen. Also musste ich die Häuser immer mit leeren Händen verlassen, Herr. Wenn doch aber alle geschlafen haben,
Wer kann dich denn dann gesehen haben? Erkundigte sich der Lehrer. Ich, Herr. Ich habe mich beim Stehlen gesehen. Deshalb habe ich nichts mitgenommen. Sehr gut, rief der Lehrer erfreut aus. Wenigstens einen weisen Schüler habe ich, der mir in den 3 Jahren gut zugehört hat. Und ihr anderen Einfallspinsel, ihr bringt jetzt alles, was ihr gestohlen habt, zurück. Niemand wird euch bestrafen. Ich habe die Leute schon vor 2 Wochen von dieser Prüfung in Kenntnis gesetzt. Sie haben euch erwartet. Deshalb ist auch keiner von euch erwischt worden. Und vergesst nie, was immer ihr auch Unmoralisches tut, einer sieht euch immer dabei und der seid ihr selbst. Und weil ihr es seht, fühlt ihr euch schlecht und leidet darunter. Natürlich durfte der weise Schüler das schöne Töchterlein des Lehrers heiraten. Dieser war wohlhabend genug, den beiden eine rauschende Hochzeitsfeier auszurichten und ihnen auch ein reich möbliertes Haus zu vermachen. Und weil der junge Ehemann ein wahrhaft weiser Mensch war, wurden sie glücklich bis an ihr Ende.